Hallöchen ihr, der Nale 4 und willkommen zurück im Stream am Sonntag, wo es weitergeht, hier zurück mit Fallout Worlds, weiter der Story, ihr Lieben. Ja, wo ich mich heute weiter auf den Weg mache, hier nach Charleston, Dr. Hudsons Forschung. Ich mich vertraut machen. Ich habe aber, glaube ich, noch was anderes auf dem Schirm. Die Neuankömmlinge. Richtig, da könnte ich erstmal reinhören. Und dann, ich glaube, dafür brauche ich aber Stufe 20, wenn ich mich recht erinnere, um da weiterzumachen. 20 oder 25, irgendwas war da. Und dann könnten wir im Anschluss hier mit Dr. Hudsons Forschung weitermachen. Auf dem Weg Richtung Charleston müssen wir eh hin. Doch vorher würde ich erstmal ein Level-Up machen. Ich war nämlich noch ein wenig farmen. Hallöchen Mary, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Danke fürs Reinschauen. Wie geht's euch beiden? Ich hoffe doch gut. Ich war farmen und würde ganz gerne erstmal den Waffenschmied hier auf Stufe 2 bringen. Damit ich die nächsten Waffenverbesserungen herstellen kann. So, Thomas. Da haben wir es. Hallöchen Psycho, ich grüße dich. Schön, dass auch du da bist. Danke euch beiden fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Genau, was wollte ich machen? Ich wollte hier mal reingucken. Den ganzen Krusch noch rein. Und dann wollte ich mein Anti-Rüstung-Jagdgewehr pushen. Genau, Anti-Rüstung, ne, ignoriert 50% Rüstung des Ziels. Hat zwar ein fucking Wats drauf, aber hey, was soll's? Ja, gibt Schlimmeres. So. Stressig war letzten Tag und der Umzug kommt erst noch. Okay. Stimmt, der war mit einem Umzug. Oder habt eine Wohnung gefunden, besser gesagt, ne? Das war der letzte Stand der Dinge. Ja, schön. Geht langsam vorwärts, ne? Glaube ich. Okay, was kann ich mir draufballern? Ich brauche erstmal längeren Lauf. Irgendwas, was den Schaden hier erhöht hat. Tale, Leistungsstarke. Der Gehärtete, da brauche ich aber Aluminium. Das Auto ist zwischendurch kaputt gegangen. Oh, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Aber ich hoffe nicht allzu gravierend. So, gehärteter Verschluss. Ich brauche Aluminium. So, das habe ich nicht. Alle Klärchen. Schalldämpfer. Brauche ich auch Aluminium, aber ich kann schon mal einen Schalldämpfer bauen. Das ist mega cool. Okay, dann würde ich sagen, ich farm noch mehr Aluminium und sobald ich das dann in Massen habe, dann würde ich erst hier das Ding aufwerten. Okay, solange kann man mit dem hier noch rumlaufen. Das ist okay. Bevor ich jetzt allerdings wieder hier zurück wusel, will ich gerne den ganzen anderen Krusch noch einlagern. Habe ich noch einiges. So. Rüstung sieht soweit gut aus. Hilfsmittel, das passt soweit auch. Essen und Trinken, jede Menge. Götterkeule, Gewürze. Salz brauchen wir nicht, das schmutzige Wasser kannst du reintun. Den Whisky und den Wein, das kostet alles hier Gewicht. Das gibt auch immer 5 mehr. Hauptsache Cram. Wasser haben wir 31. Da brauche ich eigentlich auch gar nicht so viel. Ne? Da würde ich mal locker 21 zurücktun. Guck mal, 114, das ist doch schon mal sehr viel besser. Okay. Hilfsmittel. Warum hat das? Diverses. Das passt auch alles soweit. Reparaturkits nehme ich mit. Notizen, das ist auch okay. Schrott, Mods, Money. Genau, Money. Alles, was nicht benötigt wird, kommt hier rein. Okay, gut. 113 Gewicht, super.
Und dann würde ich sagen, gehe ich erstmal zur Aufseherin. Pum, pum, pum. Höre die Übertragung der Aufseherin im Radio an. Okay. An alle Bewohner von Ward 76. Hier spricht die Aufseherin. Wir müssen reden. Und zwar persönlich. Ich habe euch alle vermisst. Aber es geht um mehr als das. Wir haben viel zu tun. Ich erwarte euch in Sutton. In Sutton. Sudden Death und so. Sprich mit der Aufseherin. Die ist komplett auf der anderen Seite hier, ne? Station Sutton. Da bin ich ja beim letzten Mal entlang gelaufen. Da würde ich sagen, gehe ich von dort aus nach hier oben. Ist ja dann eh hier auch auf dem Weg nach unten. Von daher passt das doch. Okay. Und da hinten ist auch schon das Haus. Direkt an der Gleise, ne? Damals, als es noch alles gelebt hat, war das Haus spottbillig. Kaum Miete, ja. Direkt hier am Durchgang. Von der Straße. Okay. Hier waren, glaube ich, irgendwelche Verbrannten. Kultisten, die Verbrannten waren da drin, ne? Okay, dann schauen wir doch mal, was sie zu sagen hat. Die gute Aufseherin. Willkommen. So, Waffe weg, ne? Und rein geht's. Gott sei Dank, Sie sind hier. Es ist einfach schön, Sie zu sehen. Ja, danke. Reden wir unten. Hier ist es zwar ganz schön, aber ich möchte Sie jemandem vorstellen. Wir haben es hier echt übertrieben. Sie können sich gern umsehen. So, dann lass mal hören. Was du mir zu sagen hast. Ich möchte Ihnen Davenport vorstellen. Er hat öfter mal Aufklärung für mich betrieben. Er hat ein Auge auf Appalachia. Oh, so schön, dass Sie hier sind. Die Aufseherin freut sich so, alle wiederzusehen. Sobald Sie unsere Neuankömmlinge kennengelernt haben, habe ich vielleicht einen Einsatz für Sie. Ohne seine Hilfe hätte es nicht geklappt. Reden wir. Ja, dann lass mal hören, was du zu sagen hast. Ich weiß, Sie haben Fragen. Zu denen kommen wir noch. Ich habe eine wichtige Mission. Aber Sie sind noch nicht bereit. Das ist zu gefährlich. Ich kann Sie nicht guten Gewissens losschicken. Zuallererst müssen Sie sich gegen die Verbranntenseuche impfen lassen. Okay. Deren Auswirkungen haben Sie ja selbst gesehen. Dr. Hudson hat in einem Labor auf dem Flughafen Morgantown nach einem Heilmittel geforscht. Fangen Sie dort an. Ja, habe ich schon. Möchten Sie noch über etwas anderes reden? Naja, nachdem der Wort geöffnet wurde, bist du einfach abgehauen. Wo warst du denn? Ja, ziemlich ironisch, dass ausgerechnet ich alleine losgezogen bin, was? Zunächst wollte ich nur vorausgehen, damit ich diejenige bin, die zuerst auf irgendwelche Schwierigkeiten stößt. Und dann kamen die Atomraketen. Die Verbranntenseuche. Meine Heimat lag in Ruinen. Ich brauchte etwas Zeit für mich. Okay. Sie haben uns verlassen, weil sie Zeit brauchten. Ey, so ein Bullshit. Im Stich gelassen? Haben Sie eine Ahnung, wie schwer es war, den Vault alleine zu verlassen? Anscheinend nicht. In dem Wissen, dass ich Sie alle vielleicht nie wiedersehe? Ich habe Vault-Tech-Vorschriften gebrochen, um das Camp zurückzulassen. Und die Holobänder und Hilfspakete. Alles, um Sie zu schützen. Ich habe nie aufgehört, Ihre Aufseherin zu sein. Nie.
Okay, warum hast du dich hier in Sutton niedergelassen? Ich bin hier aufgewachsen. Meine Eltern lebten gleich die Straße runter. Die Nachbarschaft hat für mich beim Wiederaufbau Priorität. Okay. Du hast gesagt, ich soll mich impfen lassen. Kannst du das nicht einfach machen? Ich versuche, Dr. Hudsons Forschung besser zu verstehen. Und ich hoffe, dass in absehbarer Zukunft ein Impfstoff entwickelt werden kann. Ich bin noch nicht so weit. Aber Ihr Labor kann Ihnen einen Impfstoff herstellen. Falls es nicht wieder außer Betrieb ist. Alles klar, dann mache ich mich auf den Weg. Seien Sie vorsichtig. Wir haben Appalachia sicherer gemacht. Aber es ist immer noch gefährlich. Okay, also. Level 20, siehste? Muss ich doch. Das heißt noch 8 Level, dann können wir hier weitermachen. Dann, ich sage, gehen wir mal Richtung Charleston. Gucken mal, was Dr. Hudson hier so bis jetzt erforscht hat. Oh Junge, ist ein langer Weg. Ich würde sagen, ich beginne wieder von Station hier und laufe einfach die Schienen runter. Das ist immer der entspannte Weg und dann schauen wir mal, was mich dort erwartet. So, dann, ja, einfach den Schienen entlang. Ist der beste Weg. Richtung Sutton. Charleston, meine ich. So, wie schaut es eigentlich HP-mäßig aus? Oh, 212 und 250. Verstrahlt bin ich nicht, das ist okay. Was Gutes. So, es kann sein, dass mir hier irgendwelche garstigen Supermutanten begegnen. Definitiv. Bist du ein Mr. Handy? Schwer zu beantworten. Möchtest du darauf wetten? Ich habe diese Frage satt. Weißt du, wie wir hierher kamen? Aber sicher. Kennst du den Sinn des Lebens? Bist du verrückt? Kannst doch ohne Nase riechen. Kommt drauf an. Wie wäre es mit einer schönen Partie Schach? Was war das? Gibt es Leben auf anderen Planeten? Hüpft eine Red-Kröte im Wald? Bist du Single? Das könnte ich auch dich fragen. Hast du einen Namen? Wie bitte? Kannst du mit einem Terminal interagieren? Was war das? Möchtest du ein Spiel spielen? Hüpft eine Red-Kröte im Wald? Was hältst du von Angriffen auf Menschen? Ich weiß nicht. Sagst du mir, wie alt du bist? Leute, ganz im Ernst. Ey, ja. Macht ihr, wisst ihr schon. Alter Falter, ganz im Ernst. Holy moly. Immer diese NPCs. Vor allem die Roboter. Ganz schön. Das kann man sich ja nicht mit anhören. Was? Was? Oh. Oh. Da haben ein paar garstige Bandidos. Einmal. Okay. Nachladen in aller Ruhe. Und es war nix. Aber das war's. Die waren doch niedlich. Ja, die waren niedlich, aber die waren... Das war irgendwas... Nee. Waren weird. Alle beide. So. Was zum...
Stimpack, Jagdgewehr, Militärblase. Okay, kann man alles mitnehmen. So, haben wir Ferngläser. Was haben wir hier im Zelt drin? Ja, ist okay. Kann man essen. Gut. So. Weiter im Text. So, er hier vorne. Bist du ein Raider? Oder war das der Typ, der Bier verkauft? Da gab es auch irgend sowas. Bisschen niedlicher. Ja, das stimmt. Alles cool. Prost! Ach, du warst es. Oh, schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Naja, vielleicht sehe ich freundlicher aus, als ich bin. Ich bin total fremder für dich, hör mal. Naja, solange du mir nicht wehtust. Wie geht's denn so? Ja, du, mir geht's gut. Also, ja. Ich bin hungrig, eigentlich nicht verletzt, aber alle wollen mich töten. Aber ansonsten, ja, ist alles okay. Man darf nur den Mut nicht verlieren. Das stimmt. Ah, dann wünsche ich dir, dass es ab jetzt besser wird. Danke. Das ist lieb von dir. So. Mach's gut. Ein guter Tag heute. Ein richtig guter Tag. Doch. Alles easy. So. Dann. Guck mal, das ist schon der erste Zug. Wer bin ich denn? Ah, halbe Strecke. Aber ich meine, hier so an, in diesem Bereich waren doch immer irgendwelche Supermutanten, diese Furzspargel unterwegs gewesen. So. Mary hat wieder coole Katzen-Emojis. Finde ich super. Okay, hier ist es strahlig, das ist nicht super. So. Aber gab es hier nicht noch irgendwie Powerrüstung in dem Zug? Oder war da an einer anderen Stelle? Das kann auch sein. Der rote Panda. Kann es sein, dass der Stream hier leicht am Laggen ist, ihr Lieben? Dezent so ein bisschen. Oh. Okay, wer gewinnt? Befreierbot. Oh. Hilfe! Hilf mir doch! Wow! Danke, dass du das Ding erledigt hast. Du ahnst ja nicht, wie lange es mich verfolgt hat. Ja, bleib doch mal stehen. Danke nochmal. Du kannst das Huhn behalten, wenn du willst. Ich esse kein Fleisch. Ja, gut, ich esse es auf jeden Fall. Gönn ich mir. Wie gut, dass nichts verschwendet wird. Gell? Aber hallo. So. Was hast du denn bei dir, du Nudel? Ja, oder nicht? Nee, ich kann nur das Huhn looten, ne? Okay. Hühnchen. Drohne. Jagdgewehr, Lederrüstung, Stimpack, Teilrüstung, Hähnchenscheckel, Gedärme, alle Klächen. So. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Guck mal, wie viele Begegnungen ich heute hatte, das ist super. Einfach ein Traum. Einfach mega. Oh. Oh, wie cool. Oh, das ist ja... Okay, das habe ich noch nie gesehen. Da ist ja ein Schiff. What?
Das ist ja geil. Wie lange spiele ich jetzt Fallout 76, seitdem es draußen ist? Aber das habe ich noch nie gesehen. Mach dies sauber, reparier das. Das ist ja cool. Es hört nie auf. Okay, kann man nicht rein? Sugar Bombs. Hey. Ist das ein Tischventilator? Wer trägt sowas mit sich rum? Ja, es gibt Schrauben und Federn. Ganz wichtig. Hier für Modifikationen für das Baby hier. Jetzt wird gegessen. Ja, die Sugar Bombs habe ich mitgenommen. Warte mal. Echt jetzt? Na schön, legen wir los. So. Was hast du dabei? Nicht wirklich viel. Aber ist schön hier. Ist cool. Ein Schiffchen hier. Flussbett. Ein Schiff im Flussbett. Das finde ich richtig nett. So. Also. Da ist der Bahnhof, das ist schon mal super. Dann ist es nicht mehr weit. So. Bonsoir. Bonjour und ne? Lass mal hier reinlagern. Sollen wir erstmal zerlegen? Das ist das, was ich nicht brauche. Zieh mir die Pistole. Das ist alles Stufe 1 noch. Das ist furchtbar. So, Metallrüstung, Brustteil. Die brauche ich. Brust, Lederrüstung, rechter Arm. Stufe 10. Ich habe noch den ganzen Quarzer Lederrüstung. Linker Arm, das ist rechter Arm. Das Bein, rechter Arm, Stufe 10. Okay, das heißt, dann kann ich die eigentlich auch zerlegen. Und den ganzen Schrott. Und dann passt das doch. So, mal gucken, ob er hier was Tolles für mich hat. Hi. Bürger, ich bin zum Handel mit Vorräten autorisiert. Ja. Schlagen Sie jetzt zu, solange der Vorrat reicht. Ja, mach ich. Lass mal gucken, was du hast. Uni, Baupläne, Baseballschläger, Chemikalienschutzanzug, Kochherd, Krankenhausbett, Lagerhaus-Set. Munition und andere Vorräte sind hier verfügbar. Lederrüstung, Arme schwer. Körperteile. Taschen, erhöhte Tragekapazität. Das wäre was. Bereit zum Handel mit Vorräten, Munition und Ausrüstung. Bauplan. Schnackstock, Truhe, Wasseraufbereiter klein. Den könnte man eigentlich mal mitnehmen. Den könnt ihr euch mal mitnehmen. Wagen kaufen. Sie sich nicht ohne die nötigen Vorräte ins Ödland. Ich bin gut ausgestattet. Sehr schön. Okay, also kleine Wasseraufbereiter haben wir den auch schon mal. Super. So. Sehr schön. Ja, cool. Dann können wir weitergehen. Hier straight nach unten. Zum Krankenhaus. So, hier aufpassen. Ich meine, hier stampft irgendwo ein Grafton-Monster rum. Und Ghule. Garstige, wilde, olle Ghule. Und Supermutter. Also hier läuft alles rum in Charleston. Wirklich
Alles, alles. Gott. Oh, das sind viele. Ich brauche einen Schalldämpfer. Schadadadubididai. Das war super. Ich würd's feiern. So, Typ im Unterhemd. Tust du mir was? Ich hab's im Urin. Im Urin? Ey, dann, wenn du es im Urin hast, sorry, dann, das ist nicht gut. Ich will dich nicht anstecken. Ich bin gerade kerngesund, hör mal. Das kannst du behalten. So, Clearwands, Runaway, Sicherungsdimpack, Sturmfeuerzeug, die Pistole. Ja, komm. Money, Rest. Kannst du behalten. So, da muss ich gleich auch rein. So langsam dämmert das alles, ne, was man hier machen muss. Auch nach so langer Pause. Und wenn ich mich recht erinnere, war hier bei AVL Medical Center, war das, glaube ich, auch ein guter Anlaufpunkt, um Aluminium zu farmen. Ich sagte, es ist ein guter Anlaufpunkt, um Aluminium zu farmen, du Nudel. Dieses ganze OP-Tablett oder so, ich glaube, da war es Aluminium oder Plastik, eins von beiden. Ich meine, es war auch ein guter Anlaufpunkt. So. Ich erwische mich immer dabei, R zu drücken, um alles zu zerlegen. Aber falsches Spiel. So, gehen wir rein. So, schau mal. P-Tablets und Aluminium. Super, das habe ich doch einiges noch behalten, ey. Alles klar, dann ist es hier auf jeden Fall wichtig, alles zu durchsuchen. Und danke dir für dein Prime im sechsten Monat. Dankeschön. Warum auch immer man die Alerts nicht gehört hat. Ey, aber man sieht es zumindest. Aber trotzdem kacke, dass der Alert-Sound nicht funktioniert. Was schade ist. Yeah. Geht dir auch so, ha? Hab ich das Gefühl? Oh, leck. Ab in Bobbys. Warum gehen die Alerts nicht? Das ist doch scheiße. Na komm, egal. Kann nicht alles haben. Denken die hier auch, ne? Und droppen Stufe 1 Pistolen. Yeah. So, also dann erstmal gucken. Hier, erstmal Loot-Tour. Das Wichtige mitnehmen. Schnaufe von denen immer, ne? Das ist furchtbar. Aber das hier sind Cafeteria-Tabletts, ne? Das ist wieder was anderes. So, wo und wie und Traps und Trups. Hier.
Das war alles hier nur Tellerchen und Glas. Das nimmst du mit. Du bist erstmal fett überladen. Okay. Gemüsestärke für Kleber, ganz wichtig. Kleber braucht man immer. So, nun, ihr Nudeln. Auf der lang. War nun nirgends. Ich kann nicht rennen. Ja, nachladen, warte mal, ich hab's gleich. Danke. So, was macht HP? Okay, könnt mir mal. Gönn dir. Ich bin's nur. Alles cool. Aber waren die Dinger hier nicht auch aus Aluminium? Auf die Rennen, es gibt Plastik. Oh Gott. Okay. Jetzt raus. Ja, aber ich hätte gerne, wenn ich ehrlich bin, doch noch so ein paar OP-Tablets. Ich glaube, da muss ich eine Etage höher. Habe ich so das Gefühl. So. Dich nehmen wir mit. Na, ihr Lieben. Das Programm war scheiße, ne? Es war sterbenslangweilig. So, Telefon. Aber es sind nirgendwo OP-Tabletts. Mit Krankenschwestern. Krankenschwester-Gule. Mit Schrotflinten. So. Verloren. Oh Gott. Kurz verschnaufen. So. Ich bin überladen, aber für ein Telefon ist immer noch Platz. Du bist nicht wir. Ey, zum Glück nicht. Ich bin der Nalef, ich bin viel besser unterwegs hier. So, das wird mitgenommen. Da ist nichts drin. Warum haben die hier keine OP-Tabletts? Das ist ja furchtbar. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Klopapier, okay. Schere und Skalpell. Die Waffe ist bis Level 50 echt mega. Ja, ich bin auch, ich glaube, das wird mich auch sehr, sehr lange Zeit begleiten. Nur bin ich dann überlegen, also ich möchte ja mit diesem Durchlauf einen Full-Life-Sniper-Build mir aufbauen. Muss aber noch gucken, wie ich das mache. Also blutig auf keinen Fall, weil das ist mit No-Hut. Denke ich mal, tricky. Auf Full Life und auf Sniper und dann zu gucken, ob es irgendwie das Radiumgewehr ist oder ein Ausputzer. Was gab es denn da noch? Ich weiß gar nicht. So als Sniper-Alternative. So ein Lasergewehr? Keine Ahnung. Sehen. Und im besten Falle schießen.
So, bist du ein OP-Tablett? Ja, okay. Die sehen so aus. So, zwei schon mal, das ist gut. Was macht eigentlich meinen Durst und Hunger? Vielleicht nur beladen, aber ansonsten geht's mir gut. Off out. Ich bräuchte eine Chemiestation. So. Nahkampf brauchst du auch kein Wetz und ist auch mega stark. Ja, aber Nahkampf weiß ich nicht. Das ist irgendwie. Da sträube ich mich noch vor. Und ich habe jetzt auch schon mal angefangen, hier auf Sniper zu skillen. Also von daher, es wird ein Sniper-Bild werden. So, Nahkampf ist irgendwie. Weiß ich nicht. Werde ich irgendwie nicht mit warm hier in Fallout. So, warte mal. Kam ich von hier? Das haben wir. Da haben wir diese komischen Geschichten hier. Es gibt nur Stahl, okay. Ich brauche OP-Tabletts. Lampen. Guck mal hier, die beste Szene aus Alien. Oh, ich finde das immer so, immer wieder schön hier. Immer wieder schön. Diese Anspielung auf Alien. Ich feier's. So, das Tablett gönne ich mir. So, das Telefon. Das sind schon mal 4 Tabletts. Das heißt, ich könnte theoretisch... Oh, 5. Ich könnte theoretisch meine Waffe noch aufwerten. Aber es ist halt die Sache, ob ich das Anti-Rüstung überhaupt hochleveln soll. Auf Stufe 15 gibt es schon die bessere Variante. Deswegen bin ich mir da gerade nicht sicher, dass wirklich Sinn macht, da... Nein, es macht keinen Sinn, ne? Sie sind nicht hier. Nee, macht keinen Sinn. Ich gebe dir recht, dann lass ich's. Wenn du das sagst, da unten, dann passt es. So, die Flasche. Was bist du denn da hinten? Sehr schön. Oh. Well, was haben wir denn hier? Da gibt es bestimmt irgendwo einen Code zu finden. Warte mal, hier lag doch ein... Dingsbums rum. Hier, das da. Ich habe mir für die Daily OP mal ein blutigen Nahkampfbild gebastelt. Wenn ich den Kopf treffe, habe ich pro Schlag über 500 Schaden gemacht. Mit einem harten Schlag über 1000. Okay, das ist einiges. Einsatzbereit AVR Medical. Steht da irgendwo ein Code drin? Einsatzbericht der Responder. Hier spricht Maria Chavez. Wieder hier bei AVR Medical zu sein, weckt Erinnerungen. Meine Mutter hat hier jahrelang als Krankenschwester gearbeitet. Als ich noch ein Kind war, damals vor dem Krieg, war ich tagelang krank. Der Versorgungsengpass hatte den Preis für Medizin in für uns unerschwingliche Höhen getrieben. Zum Glück für uns war meine Mutter nicht nur Krankenschwester, sondern hatte auch einen grünen Daumen. In unserem Garten wuchsen alle möglichen Kräuter und Blumen. Sie hat mich immer mit selbstgemachten Kräuterheilmitteln behandelt. Heutzutage grassieren überall Krankheiten. Es gibt zahllose Viren und bakterielle Infektionen. Wir brauchen eine Möglichkeit, sie zu bekämpfen. Ich hatte gehofft, hier etwas zu finden, womit wir all die kranken und verletzten Flüchtlinge am Flughafen behandeln können. Leider haben wohl andere die Anlage schon komplett leergeräumt. Es ist nicht viel übrig. Nachdem ich also in diesem unheimlichen, verlassenen Krankenhaus kein Glück hatte, versuche ich es nun mit der Weisheit meiner Mutter. Ich habe einige Kräutertee-Rezepte zusammengestellt, mit denen man die Symptome der häufigsten Krankheiten lindern kann. Das ist zwar keine Heilung,
aber immerhin ein Anfang. Also, das wäre es wohl erstmal. Es ist wohl Zeit, ein paar Blumen pflücken zu gehen. Ja, klingt gut. So, Lorraine, es war keine Entscheidung von mir, dass ich eine Inventarliste für den Schrank mit dem verschreibungspflichtigen Medikamenten anlegen soll. Wie soll ich für zwei Scharen Schmerzmittel? Ich bin nicht sicher, wer der Dieb ist, aber wir können es uns nicht leisten, noch mehr Vorräte zu verlieren. Ich werde den Code in 011986 ändern. Vergiss nicht, die Nadel zu hören. Gott. Muss ich mir aufschreiben, das kann ich mir nicht merken. Also, 011986. Alle klar. Gehen wir zurück und holen uns erstmal Fettschmerzmittel. Ich sagte, ich hole mir Schmerzmittel. Komm mit, dann kriegst du auch was, wo auch immer du bist. So. Also, schauen wir mal, ob dieser Code stimmt. Lass mal gucken. 011986. Ja, schön. Radix. Ansonsten nix. Bisschen Jet, bisschen Mentats. Bisschen Runaway. Alles klar. Gut. Ich sage, lud ich das Ding hier noch fertig und dann kümmere ich mich ums Heilmittel. Oh no, da war der. Ich? Wer, wie, was? Der, die, das. Es geht zwar andersrum. Wieder rein. Uni hat's gegeben. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu stehlen. Ich muss da gar nicht fragen, um sie mir zu nehmen. Dumm, dumm, dumm. Okay, also alles zerlegen. Und die Waffen auch hier. Da ist Stufe 1 Rotz. Da war. Und ich kann wieder rennen. Hey, es ist ein Traum. Wunderbärchen. Hier was drin. Ein nicht aufgeblasener Kickball. Den würde ich auch gar nicht aufblasen. Er hat es versucht, hat es nicht geschafft und ist hier auf diesem Ding gestorben. So war das. Wahre Geschichte. Wer mir nicht glaubt, selber schuld. Ich glaube, der ist unter mir, ne? Ich muss ehrlich sein, ich habe das Ding hier noch so intensiv durchsucht, wie jetzt gerade in diesem Moment. Das ist das allererste Mal. Okay. Das ist ja auch toll. Ist nichts drin? So. Sie wollen Rezept entgegennehmen? Tut mir leid, ist gerade nicht, der Doktor ist unterwegs. Kommen Sie das nächste Mal wieder. Der nächste bitte. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal hier in Richtung... Holy, holy. Level up! Glückwunsch, mein Lieber. So. Lampe. Gönne ich mir. Ja, das nimmst du auch mit. Gleich macht er wieder um zu überladen. Weil ich einfach gierig bin. Alles mitnehmen möchte. So, wo ging der Bums denn jetzt hier? Frohnheiter weiter. Hier kam ich rein. Ich hier durch. Noch einmal den Leichen folgen.
Oder auch nicht. Oh Gott. Ich komme von hier. Oh Junge. Ich habe mich verlaufen. Da war der Drogenschrank. Da kann man noch schnell hier zerlegen. So. Den haben wir auch übersehen. So, irgendwo ging es hier doch in einem Loch runter. Runter. Ich krieg's gerade nicht auf den Kittel. Eigentlich ist es nicht so schwer. Ich guck mal, ob ich das Loch finde und dann machen wir da weiter.